Psyche und Krise. Es gibt viele Möglichkeiten, diese beiden Begriffe miteinander in Beziehung zu setzen. Ausgang und Orientierungsmarke meiner Überlegungen heute sind zwei Punkte. Zum einen der Anlass dieses Glossars, die aktuelle Krise einer globalen Pandemie, die unser aller Gesundheit bedroht und unsere gewohnten Lebensumstände ins Wanken bringt. Zum anderen die Frage, welche Art von kritischem Blick es in so einer Krise braucht, auf die Art und Weise, wie wir als Menschen im Allgemeinen und in politischen sowie wissenschaftlich-theoretischen Diskursen im Besonderen mit den veränderten Umständen umgehen. Die Bearbeitung des ersten Punktes ist vor allem der Beobachtung gewidmet. Es geht darum zu beschreiben, was die momentane Situation mit unserer Psyche macht. Diese Beobachtungen sollen natürlich nicht im theorieleeren Raum stehen. Aus diesem Grund werde ich einige Stichworte, die mir im Zusammenhang mit der Corona-Krise sinnvoll erscheinen, mit theoretischen Betrachtungen unterfüttern. Als Ausgangspunkt dient dabei in erster Linie die Psychoanalyse. Damit ist nicht der Anspruch verbunden, die Psychologie als Disziplin der wissenschaftlichen Untersuchung psychischer Vorgänge vertreten zu wollen. Meine Perspektive ist eine philosophische und ich werfe einen philosophischen Blick auf die Art und Weise, wie psychische Vorgänge im Erleben der aktuellen Situation in den Vordergrund treten können. Dabei beziehe ich mich aus zwei Gründen auf Überlegungen aus der psychoanalytischen Tradition. Zum einen lassen sich hier meiner Ansicht nach wichtige Erklärungsansätze dazu finden, dass eine Situation wie die Corona-Krise auf besondere Weise den menschlichen Umgang mit Ängsten und dem Wunsch nach einer selbstbestimmten Steuerung des eigenen Lebens- und Handlungsspielraums herausfordert. Zum anderen ist die Psychoanalyse auf einzigartige Weise mit den Perspektiven und Ansprüchen der kritischen Theorie verbunden. Dies hängt wesentlich auch damit zusammen, dass sie ihre Ansprüche auf Erklärungen sowie ihre normativen Beurteilungen psychischer Verhältnisse immer wieder in Frage stellt. Damit verweist sie auf eine Ebene der Kritik und Selbstkritik, die ich im zweiten Teil meines Vortrags ansprechen möchte. Mit Blick auf das hier diskutierte Schlagwort der Psyche geht es dabei vor allem um die Frage, welche Perspektiven, Gefühle und Erlebnisse im aktuellen Diskurs und in den Bewältigungsstrategien der Krise nicht oder nicht ausreichend zur Sprache kommen. Dabei werde ich mich auf zwei Aspekte konzentrieren. Zum einen darauf, inwieweit Subjekte, die schon vor der Corona-Krise unter prekären psychischen Bedingungen gelebt haben, in dieser Situation besonders zu leiden haben. Zum anderen darauf, inwieweit der Umstand, dass diese Subjekte kaum im öffentlichen Diskurs gehört werden, damit zusammenhängt, dass die aktuellen Bewältigungsstrategien meistens darauf abzielen, die mechanischen Dynamiken der Verbreitung von Krankheit und Tod zu kontrollieren. So wichtig diese Vorgehensweise ist, so lässt sie doch weitestgehend eine Leerstelle, wenn es darum geht, wie die aktuelle Situation die psychische Konstitution der Menschen nachhaltig verändern kann. Mein Vortrag schließt mit einem dringenden Appell für einen offenen Austausch über die individuellen und kollektiven Veränderungen von psychischen Verfasstheiten, die uns noch lange beschäftigen werden und deren Auswirkungen ähnlich umfassend ausfallen könnten wie die wirtschaftlichen und politischen Folgen der Krise. Zunächst aber zurück zum Anfang. Am Anfang war die Rede von einer weiteren Seuche aus Asien, verursacht von einer Übertragung von Tier auf Mensch unter zwielichtigen hygienischen Bedingungen. Der Westen fühlte sich an SARS und H1N1 erinnert und reagierte mit seiner ihm typischen Überheblichkeit. Das sind nicht unsere Probleme. Das ist gerade einmal 3 Monate her, in denen aus einem Problem von denen da unser aller Katastrophe wurde. Obwohl, so ganz stimmt auch das nicht. Es herrscht vielmehr eine seltsame Zwiespältigkeit zwischen Panikmache und Krisengewinnlern, Armeelastern voller Toten und Spring Break, leergefegten Einkaufsstraßen und Parks voller Spaziergängern, einer politischen Bühne voller besorgter Virologen und Ökonomen, die auf eine Rückkehr zum Normalzustand drängen, zwischen Care-ArbeiterInnen mit wundgescheuerten Gesichtern und Prominenten, die Beatles-Lieder aus ihren Anwesen in die sozialen Medien hauchen. Die Präsenz dieser Zwiespältigkeit in der medialen Berichterstattung dieser Tage scheint auf zwei Bestrebungen hinzudeuten, die in entgegengesetzte Richtungen weisen. Den Wunsch, Normalität zu erhalten bzw. so schnell wie möglich zu dieser zurückzukehren, sowie eine Angst oder sogar Panik vor neuen Verhältnissen, welche die Grundkonstanten des bisher bekannten Lebens in Frage stellen. Viele Menschen scheinen gerade zwischen diesen Erfahrungen hin und her zu schwanken. Ihre konkrete Situation ist dabei höchst unterschiedlich. Je nachdem, in welchen ökonomischen und sozialen Umständen die Menschen sich befinden, haben sie mehr oder weniger Möglichkeiten, sich bewusst mit diesen schwankenden Befindlichkeiten auseinanderzusetzen.
Ihre Situation bewegt sich auf einer breiten Skala. Von den gesunden, kinderlosen Wohlhabenden, die ihre Arbeit vom Sofa per Computer erledigen können, bis zu den Menschen mit systemrelevanten, aber schlecht bezahlten Berufen, die den ganzen Tag in der ersten Reihe der Krisenbekämpfung stehen. Verbunden werden die Menschen in diesen ganz unterschiedlichen Situationen durch zwei Verhältnisse. Den enormen Einschränkungen der persönlichen Freiheit, die sich vor allem in den Ausgangsbeschränkungen äußern, sowie im Erleben einer Gegenwart, deren Zukunft auf besondere Art und Weise unberechenbar geworden ist. Mein psychoanalytisch ausgerichtetes Interesse gilt zunächst eben dieser Unberechenbarkeit. Existenzielle Formen des Erlebens von Krisen und ihrer Unberechenbarkeit haben in psychoanalytischen Erklärungsansätzen keinen Seltenheitswert. Diese gehen von einer fundamentalen Verletzlichkeit bzw. Verwundbarkeit des Menschen aus. Dieser muss in seinen individuellen Entwicklungs- und Bildungsprozessen zwischen der Abhängigkeit von anderen Subjekten und dem Wunsch nach Eigenständigkeit und Autonomie seinen Weg finden. Diese Dynamik findet sich in sozialphilosophischen Überlegungen zum Zusammenhang von Individuation und Vergesellschaftung wieder. Sie schreibt sich nachhaltig in die psychische Organisation des Individuums ein, die wiederum durch den bekannten Leitsatz aus der Anfangszeit der Psychoanalyse charakterisiert werden kann, dass das Ich nicht Herr im eigenen Haus ist. Ich möchte hier nicht die oberflächliche Vorstellung bedienen, dass die Psychoanalyse den Menschen zu einer Sklavin unbewusster Kräfte degradiert. Stattdessen möchte ich eine Lesart in Anspruch nehmen, die zu einem angemesseneren Bild psychoanalytischer Erklärungsmodelle führt und sich auch mit den Umständen der aktuellen Corona-Krise in Beziehung setzen lässt. In der Psychoanalyse wird ein Bild vom menschlichen Selbstverhältnis im Allgemeinen und den Möglichkeiten der Selbststeuerung im Besonderen gezeichnet, das Ambivalenzen zulässt. Da die psychische Organisation somit ein Amalgam von bewussten und unbewussten Dynamiken ist, die nicht von einer selbstbewussten Instanz in endgültiger und fixierter Weise beherrscht werden können, gehört es zu den Besonderheiten des menschlichen Daseins dazu, immer wieder auf unvorhergesehene Art und Weise mit sich selbst Bekanntschaft zu machen. Der Philosoph und Psychoanalytiker Jonathan Lear entwickelt ausgehend von dieser Möglichkeit eine Konzeption der ironischen Selbstunterbrechung, in der das handelnde Subjekt in seiner Lebensführungspraxis von Anteilen seiner selbst heimgesucht wird. Zitat: It is an uncanny, anxious, haunting, in which I'm called to a halt, seemingly by my own principles, or perhaps by their ghostly twins. This is not simply a moment in which I do not know what to do. It is a moment when my capacity to reflect on not knowing what to do has itself momentarily broken down in anxiety. Zitat Ende. Wenn Lear diese Erfahrung beschreibt, hat er vor allem Situationen in der psychoanalytischen Praxis sowie im Alltag vor Augen, in denen man die Erfahrung macht, wie das bewusste Welt- und Selbstbild in seinen Grundfesten erschüttert wird. Das bewusste Selbstverhältnis wird heimgesucht von abgewehrten Aspekten und Vorstellungen seiner selbst. Dabei gerät die reflexive Selbstkontrolle an ihre Grenzen. Das Subjekt macht Bekanntschaft mit den Ausmaßen seiner psychischen Verfasstheit, die sich nicht nie ganz einhegen lassen, mit denen man sich aber im Erleben und Nachspüren anfreunden kann. Eine zentrale Rolle spielt hier die zeitliche Dimension des Erlebens. Das Subjekt wird der Illusion beraubt, es würde über die Art und Weise, wie es sich selbst psychisch ereignet, immer frei verfügen können. Hier ergibt sich ein möglicher Anknüpfungspunkt für die aktuelle Krisensituation. Die globale Corona-Pandemie konfrontiert die Menschen mit der Erkenntnis und dem Erleben, über einen existenziellen Verlauf ihres Selbst nicht verfügen zu können. Dies gilt wesentlich in mindestens zwei Hinsichten. Mit Blick auf die gesundheitliche Bedrohung durch den Virus, wie auch mit Blick auf die Änderungen, die diese Bedrohung für das bisher gewohnte Leben mit sich bringt. Beide Dimensionen erscheinen gerade aus der Perspektive des einzelnen Subjekts schwer einschätzbar. Die Situation wird als diffuse Bedrohung erlebt, deren Ausmaß noch gar nicht erkennbar ist. Ähnlich wie in Lears Szenario kommt die scheinbar zeitliche Übereinstimmung von Selbsterleben und Selbstverstehen bzw. Selbstbeherrschung aus dem Tritt, weil die äußeren und inneren Ereignisse der subjektiven Verankerung im Hier und Jetzt, in Gewohnheiten und Erwartungen aus der vertrauten Vergangenheit enteilen. Die unmittelbare Reaktion darauf zeigt sich in einer tiefgreifenden Angsterfahrung. Aus biologischen Zusammenhängen kennt man hier auch die Reaktion der Schockstarre als Gegensatz zur Fluchtreaktion. In abgeschwächter Form findet sich dies bei Lear im Innehalten bzw. Einfrieren des bewussten Handelns wieder.
Als erweiterte Reaktionen ergeben sich aus dem Kontext der Psychoanalyse Abwehrmechanismen wie den der Verleugnung. Diese Reaktion dient der Angstregulation. Neuere Erkenntnisse machen deutlich, wie wichtig diese Regulation ist. Der Psychoanalytiker Peter Fonagy zeigt in seiner theoretischen und klinischen Forschung auf, dass die affektive Regulation konstitutiv für ein stabiles Selbstbild und Selbstverhältnis ist. Dabei muss man allerdings feststellen, dass es reifere Formen der Regulation gibt, die sich nicht allein in Abwehrmechanismen aktualisieren. Als Vertreterin der Letzteren lässt sich die Verleugnung nichtsdestotrotz in der aktuellen Krise aufspüren. Zum einen zeigen sich Verleugnungen zum Beispiel in der Verweigerung, die Existenz der unmittelbaren gesundheitlichen Bedrohung anzuerkennen. In unterschiedlichen Ausprägungen findet sich dies bei Donald Trump und Jair Bolsonaro, aber auch bei Bürgerinnen, die nicht einsehen, warum sie ihre Zweitwohnsitze nicht besuchen können oder den Corona-Partys in deutschen Großstädten. Eine Sonderform dieses Umgangs mit der Krise benennt die Psychoanalytikerin Christine Kirchhoff. Die Verschwörungstheoretikerinnen, die der Ansicht sind, die Pandemie und Krise sei das Werk von Politikern mit Weltherrschaftsambitionen. Auf einer zweiten Ebene äußert sich diese Art der Angstregulation aber auch in Form eines übertriebenen Aktionismus, als Versuche, die Kontrolle wieder zu erlangen, Oberwasser zu bekommen. Hier finden sich UnternehmerInnen, welche die veränderte Versorgungslage ausnutzen, neben Politikerinnen, die versuchen, sich gegenseitig Geld und Gesundheitswaren abzujagen, und Bürgerinnen, die Klopapier kaufen, als könnte man es essen. Diese Reaktion lässt sich als Massenphänomen beobachten, wenn man nicht nur den Umgang mit der unmittelbaren gesundheitlichen Bedrohung, sondern auch mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen in den Blick nimmt. Die Corona-Pandemie bringt die Menschen aus ihrem gewohnten Tritt, stellt ihren Alltag und ihre Lebensentscheidungen im Dunstkreis einer hyperkapitalistischen Spätmoderne in Frage und konfrontiert sie mit ihrer Ohnmacht im Umgang mit der Frage, ob dies wirklich das Leben ist, das sie leben wollen. Ablenkungen und scheinbare Sicherheiten fallen weg. Hier eröffnet die aktuelle Krise die Möglichkeit für einen Reflective Breakdown, wie ihn Lear vorstellt, sowie für seine konstruktiven Potenziale für Selbsterkenntnis. Das Verhalten der Menschen und vor allem die Diskussion der Krise im öffentlichen Mediendiskurs zeigen allerdings vor allem die Möglichkeiten auf, eben diesen Breakdown zu umgehen bzw. ihn zu verleugnen. Während der politische Fokus vor allem darauf gerichtet ist, inwieweit sich ein früherer Status quo wiederherstellen lässt, begegnet man in der medialen Kommunikation Aufforderungen, die Zeit der Krise so gut wie möglich zu nutzen. Arbeitsprozesse sollen möglichst effizient in den privaten Raum verlagert, Kinder möglichst umfassend selbst unterrichtet, Brot angesetzt und Meditationstechniken ausprobiert werden. Man soll sich Zeit für die plötzliche Entschleunigung nehmen, nur um diese dann doch wieder der Maschinerie von Selbstverwertung und Selbstvermarktung zuzuführen. Die kollektiven Regulationsversuche der individuellen Subjekte werden durch bestimmte politische Maßnahmen beschleunigt, allen voran bestimmte Ausgangs- und Quarantänebestimmungen. Wie konkret die Subjekte durch soziale, politische und ökonomische Dynamiken diesen Formen der Angstregulation ausgesetzt sind, die letztlich keine Lösung, sondern nur Abwehr bereitzustellen vermögen, ist nur bedingt mit Rekurs auf individualpsychologische Zusammenhänge zu erklären. Hier erscheint ein Problem auf der Bildfläche, das schon die ersten Autoren der kritischen Theorie umgetrieben hat: die Schwierigkeit, psychoanalytische Zusammenhänge auf eine gesellschaftliche Betrachtungsebene zu transferieren. An dieser Stelle kann man zwar auf Sigmund Freuds Überlegungen zur Massenpsychologie verweisen. Dabei findet man seine Überlegungen zur kollektiven Identifizierung mit Führerfiguren unter krisenhaften Umständen vielleicht sogar in der aktuellen Rückkehr autoritär auftretender politischer Repräsentanten bestätigt. Diesen Weg möchte ich hier allerdings nicht einschlagen. Meiner Ansicht nach verspricht eine andere Verknüpfung mehr: die Verbindung von philosophischer und psychoanalytischer Perspektive unter der Vorgabe der Kritik. Ebenfalls bei Lear findet sich die Charakterisierung dieser beiden Disziplinen als unmögliche Professionen wieder, die sich nie ganz auf gesicherte Methoden und Standards verlassen können, sondern sich vielmehr auf ihre originären Kapazitäten zur radikalen Selbstbefragung besinnen müssen. Gemeinsamer Fixpunkt sei dabei die Frage, wie das menschliche Streben nach einer gelungenen Lebensführung und ihrem Gedeihen befördert werden könne. Diese Frage sollte meiner Ansicht nach gerade auch in einer Situation wie der aktuellen Krise mit Vehemenz gestellt und erkundet werden.
Dabei lässt sich nicht nur der theoretische, sondern auch der öffentliche Diskurs kritisch nach seiner Angemessenheit befragen. Ich möchte dies vor dem Hintergrund meiner Erläuterungen zur Angstregulation und Verleugnung in Ansätzen konkretisieren. Im Fokus steht die Frage, welche Präsenz und Systemrelevanz psychische Prozesse und die psychische Konstitution der Menschen im Moment bei der öffentlichen und wissenschaftlich-theoretischen Aushandlung der Krise zuerkannt bekommen. Meiner Ansicht nach findet hier zum einen eine Fortführung der individuellen Verdrängung und Verleugnung des umfassenden Veränderungsprozesses statt. Während die öffentliche Aufmerksamkeit auf Statistiken zu Infizierungen und wirtschaftlichem Abschwung ruht, wird wenig dazu gesagt, welche psychischen Auswirkungen Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, mediale und politische Dauerbeschallung sowie radikale Zukunftsoffenheit haben. Gleichzeitig verweisen einige wenige Psychologinnen auf Untersuchungen aus vergangenen, wesentlich kleineren Epidemien und Pandemien, die auf eine erhebliche psychische Beeinträchtigung bis zum posttraumatischen Belastungssyndrom hindeuten. Noch weniger große Worte und Taten werden verloren, wenn es um die psychische Versorgung der Personen in Gesundheitsberufen geht. Psychologinnen und Therapeutinnen schließen sich zwar in kleinen Gruppen zusammen, um an dieser Stelle zu helfen. Ich denke hier zum Beispiel an ein derartiges Projekt in New York, das vor allem auf ehrenamtliche Mitarbeit setzt. Doch im Mittelpunkt des Krisenmanagements steht dies nicht. Noch weniger gilt dies schließlich für Individuen, die schon vor der Krise unter prekären psychischen Bedingungen gelebt haben. Menschen mit psychischen Krankheiten und Störungen sowie Menschen, die unter Umständen leben müssen, die solche Beeinträchtigungen maßgeblich befördern, wie Drogennutzerinnen, Menschen ohne Obdach oder Personen in destruktiven familiären Situationen. Hier verstärken sich vorgängige Probleme zu Katastrophen und die Stigmatisierung psychischer Beeinträchtigungen sowie ihre Abwertung gegenüber physischen Problemen und Krisen erfährt eine erhebliche Verstärkung. Eben an dieser Stelle sollte ein Diskurs, der sich aus den kritischen Kapazitäten von Philosophie und Psychoanalyse speist, ansetzen. Er kann die öffentliche, politische und soziale Aushandlung der Krise in mindestens drei Hinsichten kritisieren, aber auch Alternativen aufzeigen. Die Diskussion über den Umgang mit den Veränderungen, die uns alle betreffen und noch lange beschäftigen werden, sollte erstens nicht nur in Bezug auf ökonomische Folgen, sondern auch mit Bezug auf die psychischen Auswirkungen geführt werden. Dabei sollten zweitens auch die Veränderungen in den Blick genommen werden, die über eine direkte Krisenbekämpfung hinausgehen. Es sollte danach gefragt werden, inwieweit diese Krise an Bilder und Ideale der Lebensführung rührt, die von einem überzogenen Modell der Kontrolle und Planbarkeit, aber auch der permanenten Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ausgehen. Nicht wenige Stimmen aus dem wissenschaftlichen Kontext verweisen auf die Möglichkeit, dass Krisen wie die aktuelle Pandemie durch die menschliche Ausbeutung der Erde in Zukunft zunehmen werden. Gerade vor diesem bedrohlichen Hintergrund erscheint es mehr als ratsam, den psychischen Widerhall und die um sich greifende Angst ernst zu nehmen. Die psychischen Strukturen von Subjekten werden durch diese selbst geprägt. Lear spricht hier von psychischer Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, die Art und Weise, wie die Menschen lernen, mit einer solchen Krise umzugehen, wirkt sich darauf aus, wie sie in Zukunft ihr psychisches Selbstverhältnis erleben. Um hier zu vermeiden, dass es zu langwierigen psychischen Weitergaben von traumatischen Erfahrungen und Strukturen kommt, wie wir sie aus Kriegszeiten kennen, müsste es einen so offenen kollektiven Austausch nicht nur über die ebenso wichtigen Fragen von Freiheit und Autonomie in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, sondern auch über die Fragen der psychischen Verarbeitung geben. Damit ist übrigens nicht die übliche vermarktungsorientierte Rede von Resilienz gemeint, sondern eine Diskussion der großen Bandbreite psychischer Reaktionen und Mechanismen. In diesem Gespräch sollten außerdem, und damit komme ich zum dritten Punkt meiner Kritik an aktuellen Diskursen, die Perspektiven der prekären psychischen Subjekte aufgenommen werden. Nicht als Sonder- und Extremfälle, sondern als Hinweisgeber darauf, wo es an der psychischen Konstitution unserer gesellschaftlichen Strukturen in Krisenfällen und Normalzuständen hakt. Damit würde eine wichtige Bedingung der Krisenkommunikation einer menschlichen Gemeinschaft angesprochen und neu ausgehandelt. Dass scheinbar extreme psychische Reaktionen wie Angst- und Panikattacken oder depressive Phasen, aber auch Mechanismen wie Verdrängung und Verleugnung nicht per se pathologische Erscheinungen sind, die allein einzelne Mitglieder der Gesellschaft betreffen und von denen sich die normale Mehrheit distanzieren kann. Es handelt sich vielmehr sowohl um Elemente einer grundsätzlichen menschlichen Verarbeitung von Krisen und Konflikten,
als auch um Prozesse, die als kollektives Erleben darauf hinweisen können, dass das soziale Gefüge der menschlichen Existenz an seine Grenzen gerät. Auf derartige Warnzeichen sollte man achten. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Mein Ziel bestand darin, den Begriff der Psyche mit der aktuellen Lage in Verbindung zu bringen und dabei die Frage nicht aus dem Blick zu verlieren, welche Rolle eine kritische Perspektive bei einer solchen Verknüpfung spielen kann. Der zentrale inhaltliche Fixpunkt dieser Überlegung liegt in dem Vorschlag, die Krise nicht nur als Hinweis auf die physische Anfälligkeit der menschlichen Existenz ernst zu nehmen. Setzt man sich mit den individuellen und kollektiven Dimensionen der Bedrohung und Einschränkung sowie mit den möglichen und wirklichen Reaktionen darauf auseinander, wird deutlich, dass die aktuelle Situation an die Grundverfassung psychischer Selbstverhältnisse rührt. Der Schriftsteller Matt Haig hat kürzlich in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass die aktuelle Situation die Menschen jenseits der individuellen Betroffenheiten darauf zurückverweist, dass Kontrolle und Planbarkeit nur begrenzte Kapazitäten der menschlichen Existenz sind. Diese Einschätzung lässt sich meiner Ansicht nach auf die psychischen Bedingungen von Selbststeuerung übertragen, wobei gerade in der kollektiven Betroffenheit ein besonderes Potenzial steckt. Die aktuelle Situation betrifft alle Subjekte und wirft sie auf ihre fundamentalen psychischen Selbstverhältnisse, vor allem mit Blick auf den Umgang mit Angst, zurück. Hier ergibt sich die Möglichkeit, die psychischen Konfliktlinien im Umgang mit einer Erfahrung der zeitlichen Überrumpelung durch äußere Umstände und die eigene Reaktion darauf als wesentliche Elemente und Bedingtheiten der psychischen Verfasstheit des Menschen zu betrachten. Zu dessen Kapazitäten gehört auch, diese Verfassung oder diese Verfasstheit nicht nur zu erleiden, sondern sich zu ihr zu verhalten, und zwar wiederum auch als gesellschaftliches Kollektiv. In der Erfahrung des gemeinsamen Betroffenseins liegt eine Chance, gemeinsam auszuhandeln, wie wir in Zukunft mit unserer Angst umgehen wollen. Der öffentliche Diskurs und seine wissenschaftliche sowie theoretische Unterfütterung sollten anerkennen, dass diese Verhandlung für die Bewältigung der Corona-Krise ebenso wichtig ist wie die Heilung der Kranken, die Eindämmung des Sterbens und die wirtschaftliche Erholung der Subjekte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.